Ich würde gerne mal aufzeigen, dass Korruption und Bestechlichkeit ihre Tradition in der CDU-CSU hat. Ja, aber Martin, da musst du jetzt schon auch mal was über die anderen Parteien machen. Ja, muss ich nicht, aber hatte ich sowieso vor, deswegen lass uns einfach mal schauen, was bei der SPD so los ist. Ihr seht schon, das Video ist nicht ganz so lang wie bei der CDU-CSU. Einfach mal reinschauen, was da passiert ist. Hier ist nämlich auch einiges zu finden. Das SPD-Kochbuch der frühen Spendenaffären. Staatsbürgerliche Vereinigung mit Soße und Scharf. Okay, mal schauen, was brauchen wir? Wir brauchen einen gemeinnützigen Verein, Spenden, die wir von der Steuer absetzen können. Wir könnten eine Prise von einem Verbot des Bundesverfassungsgerichts mit reinbringen. Nee, das ignorieren wir einfach. Schmeckt besser. Okay, noch eine Steuerfahndung Nordrhein-Westfalen, eine Geschäftssitzverlegung nach Rheinland-Pfalz. Aber jetzt ein Verbot. Nee. Aber wir lösen den Verein einfach einen Tag vor Prozessbeginn auf. Der Flickkuchen. Okay, mal schauen, was brauchen wir? 1,9 Milliarden D-Mark an Aktienverkäufen, das haben wir. Okay, eine Steuerbefreiung über diesen Betrag, ja, das haben wir auch. Okay, 40.000 D-Mark in bar an den Bundesfinanzminister. Ah, den muss ich noch besorgen, machen wir noch mit so einem Geldautomaten. Zwischen 1969 und 1980 dann 4,3 Millionen D-Mark an die SPD. Jo. Okay, das waren die Kurzfassungen von der Staatsbürgerlichen Vereinigung und von der Flick-Affäre. Die Langversion habe ich in dem CDU-CSU-Video schon mal gemacht, verlinke ich unten in der Videobeschreibung einmal. 1972 bekommt der Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt eine Barspende über 200.000 D-Mark von einem Unternehmer. Dieser Unternehmer bewirbt sich darauf, die Tiefgaragen am Frankfurter Flughafen zu betreiben. Das Ganze muss der Aufsichtsrat des Flughafens genehmigen. Jetzt ratet mal, wer im Aufsichtsrat sitzt. Richtig, Rudi Arndt. Jetzt denkt man sich natürlich, hey, das geht ja so natürlich nicht. Das ist ja eine Frechheit, weil das ist ja Korruption, glaube ich. Der Vertrag mit dem Unternehmer wird rückgängig gemacht und an eine andere Firma vergeben, an der gleiche Unternehmer natürlich auch beteiligt ist. Frankfurter Flughafen die zweite. Der Unternehmer Carsten Klingbeil spendet Rudi Arndt in den 70ern auch 1,2 Millionen D-Mark. Jetzt ratet mal, wer das Sheraton am Flughafen bauen darf. Richtig, Carsten Klingbeil. In den 80ern und 90ern bekommen Politiker von SPD und auch CDU, muss man dazu sagen, unter anderem Johannes Rau und Wolfgang Clement von der WestLB private Flüge bezahlt. Die WestLB ist eine Bank. Die Bank setzt die Kosten von der Steuer ab, und zwar viel zu hoch, weil Prostituierte mitgenommen wurden, die als Stewardessen getarnt waren. Die Staatsanwaltschaft hat wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt. Es stand der Verdacht im Raum, dass der Finanzminister die WestLB, also selbe Bank, die die Flüge gesponsert hat, frühzeitig von einer Razzia der Steuerfahndung unterrichtet hat. Ministerpräsident Hans Eichel renoviert 1993 seine Dienstvilla als Privatwohnung um. Den Auftrag für ungefähr 1,6 Millionen D-Mark bekommt eine Freundin von ihm, die zufällig Architektin ist. Das Ganze haben sie ohne Ausschreibung gemacht, weil es war eilig. Da muss man jetzt fairerweise dazu sagen, der Landesrechnungshof hat keine illegalen Ausgaben gefunden, nur das Vergabeverfahren war wohl, naja, nicht so ganz. Um eine Müllverbrennungsanlage in Köln bauen zu dürfen, spendeten mehrere Unternehmen zwischen 1994 und 1999 mindestens 480.000 D-Mark an die SPD in Köln. Die Spender waren eine Anlagenbaufirma und eine Firma, die als Zulieferer für Müllverbrennungsanlagen arbeitet. Die Anlage wurde gebaut, allerdings viel zu groß. Um wirtschaftlich zu arbeiten, muss Müll aus Deutschland und aus Europa importiert werden. Die Spenden wurden im Rechenschaftsbericht nicht aufgeführt. Insgesamt sind da wohl 29 Millionen D-Mark über die Schweiz an die SPD gegangen. Wo genau das Geld hin ist, weiß man wieder mal nicht, haben wir schon öfter gehört. Die Staatsanwaltschaft hat auf jeden Fall bei den Unternehmen mehrere Millionen D-Mark beschlagnahmt. In Schleswig-Holstein sollten 1998 neue Computersysteme eingeführt werden. Der Auftrag ging an SAP.
Staatssekretär Joachim Lohmann hat sich mehrere Systeme mit Vor- und Nachteilen vorstellen lassen, hat aber nur das von SAP getestet und auch das von SAP wurde schließlich angenommen. Bling bling! Joachim Lohmann bekam nach der Versetzung in seinen Ruhestand einen Beratervertrag bei SAP. Und was ein Beratervertrag ist, kennen wir ungefähr aus Zeiten Kohls. Nach seiner Kanzlerschaft bekam Helmut Kohl von Kirch einen Vertrag über 3 Jahre, in dem er jeweils 600.000 Euro erhielt. Als Mindestarbeitsleistung wurde im Vertrag zwischen den beiden nichts festgeschrieben. Ah ja, und der Landesrechnungshof schätzte den Auftrag an SAP auf einen Wert von ungefähr 419 Millionen D-Mark. 1999 finanziert der Unternehmer Uwe Klees dem Oberbürgermeister von Wuppertal, Hans Kremendahl, seinen Wahlkampf mit ungefähr 500.000 D-Mark. Klees ist Bauunternehmer, der hat mehrere Großprojekte in Wuppertal durchgeführt und in Zukunft hatte der da auch mehrere geplant. Kremendahl wurde zwar in allen Prozessen, die gegen ihn deswegen geführt wurden, freigesprochen, allerdings musste die SPD 770.000 Euro an Strafe für diese Spenden zahlen. Warum? Diese eine Spende wurde nicht Uwe Klees zugeordnet, sondern die SPD hat gesagt, nö, da waren ganz viele einzelne Unternehmen, die uns gespendet haben und das war dann dieser Betrag. In Regensburg ist das mit den Spenden so ein bisschen verworren. Zwischen 2011 und 2016 hat die SPD da Spenden in Höhe von 475.000 Euro erhalten. Die Beträge, die da von einem Bauunternehmen gespendet wurden, waren immer unter 10.000 Euro. Ab 10.000 Euro müssen Spender namentlich im Rechenschaftsbericht erwähnt werden. Also hat sich das Jens Spahn von der SPD abgeschaut. Veranstaltet ein Abendessen mit Unternehmern. Im Vorfeld ruft er dazu auf, Sie sollen doch bitte spenden, aber bitte maximal 9.999 Euro. Interessant. Der Bauunternehmer hat auf jeden Fall Vergünstigungen für 2 Eigentumswohnungen bekommen und die Ausschreibung für ein Kasernengelände, bei dem er nach der ersten Ausschreibung nicht gewonnen hatte, wurde bei der zweiten Ausschreibung vom Oberbürgermeister Joachim Wollbergs auf das Unternehmen zugeschnitten, sodass er das Kasernengelände auch bekommen hat. Die Regierung unter Gerhard Schröder hat nach ihrer Wahlniederlage, aber noch vor dem Ende der Amtszeit, eine staatliche Bürgschaft für Gazprom eingefädelt, der Wert 1 Milliarde Euro. Schröder hat nach eigenen Angaben nichts davon gewusst und Gazprom lehnte die Bürgschaft auch ab, weil man wolle den Ruf Schröders nicht verderben, er sei der wichtigste Lobbyist von Gazprom in Europa. 2005 macht sich Schröder im Wirtschaftsausschuss für die Nord Stream Pipeline stark. 2006 erhält er nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag einen Posten bei der Gazprom-Tochter Nord Stream für 250.000 Euro im Jahr. Sigmar Gabriel fädelt 2014 die Fusion zwischen Siemens und dem französischen Unternehmen Alstom ein. Dafür bekommt er einen Verwaltungsratsposten. Laut Geschäftsberichten verdient er wohl zwischen 53.000 und 114.000 Euro. Im Cum-Ex-Skandal hatten sich Banken Steuern in Milliardenhöhe erstatten lassen. Illegalerweise. Nach Treffen zwischen Olaf Scholz und dem Chef der Warburg Bank in Hamburg, Christian Olarius, ließ die Steuerbehörde in Hamburg eine Rückforderung über 47 Millionen Euro verjähren. Einfach weg, 47 Millionen Euro. Ein Jahr später spendete die Warburg Bank 47.500 Euro an die SPD in Hamburg. Okay, und jetzt noch was weit hergeholtes. Einmal das. Das ist ja nicht passiert, wie man weiß. Und dann das. Okay, dazwischen liegen 9 Jahre. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie zusammenhängt. Aber so ein bisschen Verschwörungserzählen darf man ja auch mal. Also, insgesamt ist das Video nicht so lang wie bei den Kollegen der CDU/CSU. Aber auch hier gibt es natürlich Korruption. Habe ich was vergessen? Ab in die Kommentare damit. Ansonsten lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. D-Mark, Euro, Alter. Zwischen 1999 und 1994, andersrum. 480.000 Euro, D-Mark. Zulieferer für Müllanlagen dient. Heute ist über die Schweiz geflossen. Über die Schweiz geflossen, genau. 419 Millionen Euro, D-Mark. Surprise, Motherfucker. Eine Steuerrückforderung.
eine Steuerrück... 47 Millionen D-Mark, Quatsch, Euro. Wie dein Fuß daraus schaut. Hallo, ich bin der Fuß.